Heinz Hönig, 70, freut sich auf die Zeit mit zwei Söhnen. Der Schauspieler und seine Frau Annika bereiten sich derzeit auf die Geburt ihres zweiten gemeinsamen Babys vor. Das Paar hat bereits den kleinen Giuliano, der bald stolzer großer Bruder wird. Zusammen mit der Tochter seiner 33 Jahre jüngeren Frau und seinen beiden Kindern aus erster Ehe bilden sie eine echt bunte Patchwork-Familie. Und Heinz kann die Ankunft des Neuzugangs kaum erwarten. Die Herausforderung, bald mit zwei kleinen Jungs zu Hause umgehen zu müssen, sei für Heinz keine Anstrengung, wie er im Gespräch mit Bunte betonte. Das ist ein Geschenk, das ist kein Stress. Die Kinder beschenken uns durch und durch, meinte er. Schon mit Giuliano hätte der The Masked Singer Teilnehmer die Möglichkeit, jeden Tag die Welt neu zu entdecken. Wir lernen viel mehr von den Kindern als umgekehrt, ist er sich sicher. Neben Spiel und Spaß seien für Heinz und seine Annika auch Regeln in der Kindererziehung wichtig. Als Vater könne er deswegen auch mal streng sein. Ich brauche Struktur und Kinder auch. ... Die alternative Erziehung von früher, ein Kind darf alles, die ist nicht richtig, hielt Heinz fest. Weitere Kinder würden die beiden nach der Geburt des neuen Babys aber nicht mehr wollen. Dann sei die Familienplanung abgeschlossen.